is a God of fellowship. Wisst ihr, Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. He fellowship with us through his word. Ja, er hält Gemeinschaft mit uns durch sein Wort. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You know, most of it, we've come to a time in which the body of Christ need to come to this understanding. Also wir sind jetzt in einer Zeit, wo der Leib Christi dieses Verständnis haben muss. Amen. Amen. We want God to speedily reach unto us and, you know, change our situations. Wir möchten, dass Gott uns schnellstens zu uns kommt und unsere Lebensumstände ändert. But we have a God of fellowship. Doch wir leben mit einem Gott der Gemeinschaft. God is love. Gott ist Liebe. Amen. Amen. Love is relational. Doch die Liebe ist beziehungsfähig. It's not one-sided. Die Liebe ist keine Einbahnstraße. It's reciprocal. Die Liebe ist wirklich auf Geben und Nehmen basiert. So we shouldn't see God as someone who gives to us only. Und deshalb sollten wir Gott nicht als einen Casino-Automaten betrachten. Amen. Amen. That whenever we have problems, wann auch immer wir Probleme haben, we need God. Ja, schmeißen wir irgendwas rein und Gott soll was rauswerfen und zwar viel mehr. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. This is not how we have been fashioned. Aber so wurden wir nicht geschaffen. God did not create us for the purpose of supplying to us our needs. Gott hat uns nicht geschaffen, damit wir ihn als nur Versorger unserer Nöte betrachten. Amen. Amen. Paul says God has supplied all your needs. Paulus berichtete, dass Gott alle unsere Nöte schon versorgt hat. Not in plural. Und das noch nicht mal in das noch nicht mal in Mehrzahl. Amen. Amen. Philippians 4:19. Go and look at it. Also schau dir mal Philipperbrief 4 Vers 19 an. Amen. Amen. All your need. Nämlich all deine Not. Du hast nur eine Not im Leben. Oh, glory be to the Father. Ehre sei Gott. Thank you, Lord. Are you blessed this afternoon? Also bist du gesegnet heute Nachmittag? Mm? Amen. Thank you, Father. Danke, Vater. Philippians 4, the verse 19. Philippa 4, Vers 19. Paul says, but my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Mein Gott wird aber alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit Christus Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. There's just one need that man has. Es gibt nur einen Bedürfnis für den Menschen. And through Jesus Christ. Und durch Jesus Christus. Through God giving to us Christ. In dem Gott uns Jesus Christus gegeben hat. He has supplied all our need. Er hat alle unseren Bedürfnis getroffen. Amen. Hallelujah. Amen. So when we have Jesus. Wenn wir Jesus haben. When we have Christ in our hearts, wenn wir Christus in unserem Herzen haben, we have everything. Haben wir alles. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Father. Danke, Vater. Oh, glory.